selber keine haben, wir reden trotzdem drüber. Im April geht es um... Freunde? Nein, Kinder. Ja, wir haben schon auch einige Freunde, die Kinder haben. Ah, ja, genau. Und für die ist dann die Serie immer... Die Serie. Übrigens, wir machen jetzt auch eine Fernsehserie. Nein, ist die Folge sehr geeignet. Was kann man mit Kindern im April in Berlin machen? Wobei Kinder ein sehr weiter Begriff ist. Ich habe jetzt mal, also ich habe jetzt bei der Recherche mal so geguckt, so ich sag mal, sie sollten schon irgendwie laufen können und verstehen, was um sie rum passiert, bis Teenageralter, weil ab dann sind die zu nichts mehr zu gebrauchen. Also ich habe jetzt so in diesem Zwischenraum versucht mal zu suchen. Ja, geht mir ganz genauso. Stimmt, weil ab Teenageralter, glaube ich, da sind auch die Sachen, die ich rausgesucht habe, schon lange nicht mehr interessant. Ja, das da, ab da ist auch einfach nur noch, da haben die auch keinen Bock noch mit mir was zu unternehmen, glaube ich dann. Also beziehungsweise ich will dann auch nicht, also wenn ich mal so weit bin, dann möchte ich auch nicht einer von denen, also auf gar keinen Fall so ein cooler Papa sein. Nee. Auf gar keinen Fall. Die sind, glaube ich, richtig doof. Ja. So coole Papas? So ja, coole? Weißt du, so anstrengend coole Papas. Okay, anstrengend, die, ja, wenn sie... Die immer mit Teenagern rumhängen wollen? Nee, bloß nicht. Zu viel des Guten? Na. Nee. Und, Nee, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Okay, ich wollte noch mal sagen, weil ich war mal wieder internetlos und bin in einen Kaffee gegangen, um zu recherchieren. Und neben mir saßen zwei junge Familien mit Kindern. Und natürlich, wie das immer so ist, wurde dann das ganze Kaffee zugeschrien. Und am Anfang war ich kurz, ich will mich doch konzentrieren. Aber dann dachte ich, nein, das ist eigentlich doch die ideale Einstimmung für dieses Thema. Und habe mich dann da noch mal irgendwie richtig gut reinfühlen können. Ja. Ich wollte dir nur dieses schöne Erlebnis nicht vorenthalten. Ich habe gleich einen ganz anderen Blick auf unser Thema bekommen. Genau, wir haben auf jeden Fall keine Cafés in der Liste, weil das natürlich auch gemein gegenüber den anderen. Ich hab Sachen nur genommen, tatsächlich, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, da würde ich eigentlich auch so mal gerne hingehen, vielleicht. Aber ich traue mich nicht, wenn ich kein Kind dabei habe, was ich so alibimäßig vorschicken kann. Also Sachen, die, glaube ich, wo ich eh sagen würde, das macht, glaube ich, alles Spaß. Mhm. Aber ich glaube, so mit einem Kind dabei hat man noch so ein gutes Alibi, das auch zu tun. Ja. Das ist ein bisschen so wie, ich habe ja mal hier Karls Erdbeerhof vorgestellt. Genau. Ja. Und ich glaube, so diese Kategorie, die hat mich auf jeden Fall angesprochen. Ja, das ist ganz schön, weil ich hatte da, glaube ich, doch ein bisschen eine ganz andere Herangehensweise. Ich habe explizit nach Kindersachen geguckt, weil ich auch schon öfter mal was mit Kindern in Berlin unternommen habe. Habe dann aber gemerkt, ich suche mir nur die Sachen raus, worauf ich auch Bock hatte. Und das war gut. Ja. Weil es gibt auch nichts Schlimmeres dann als so, also wenn da so Kinder dann so Spaß haben und dann so mega gelangweilte, genervte Eltern. Optimalerweise macht man ja was vielleicht zusammen und nicht nur einen Teil des Dings. Es ist ja Frühlingsbeginn und so, Zeitumstellung haben wir ja mehr oder weniger gemerkt. Und deswegen habe ich mich auch irgendwie auf draußen vor allem fokussiert und habe so ein paar Aktivitäten, wie zum Beispiel die Prinzessinnengärten. Ich weiß nicht, ob dir die was sagen, die waren immer Moritzplatz, also dieses Urban Gardening Projekt. Und die sind jetzt umgezogen, also Moritzplatz, das bleibt bestehen, aber in welcher Form genau, das wird noch verhandelt. So viel dazu. Und die sind jetzt nach Neukölln umgezogen. Mhm. Und auf diesen alten St. Jakobi Friedhof. Und das wird jetzt auch nochmal ganz groß bepflanzt, da gibt es auch irgendwie einen alten Baumbestand und ähnlich wie am Moritzplatz eben aufgebaut, da kommt auch das Restaurant und die Bar wird übernommen. Genau, also die sind da jetzt schon und man kann dann da einfach vorbeikommen am Tag und dann gibt es immer so verschiedene Sachen wie Workshops, wie man Bienen in der Stadt hält oder wie man zusammen sät, erntet und so weiter. Und das fand ich irgendwie eine ganz süße Sache, also einfach am Wochenende mal vorbeispazieren beziehungsweise auch nach einer expliziten Veranstaltung dann auf der Seite gucken. Jetzt eben auch in Neukölln. Hm. Das würde ich mit den Kiddies machen. Was dazu passt, wäre das Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin. Mhm. Kennst du das? Mhm. Das ist am Teufelssee. Also der Teufelssee ist am Teufelsberg. Mhm. Also wenn du von der S-Bahn Grunewald so 20 Minuten in den Wald reinläufst, das ist so ein altes Wasserwerk, Wasser-irgendwas-Dings. Ja. Und da gibt es so verschiedene Themengärten und auch Bienen und bla und Veranstaltungen. Mhm. Und das ist sehr, sehr schön. Das ist ein sehr schöner Spaziergang man kann am Teufelssee auch baden im Sommer. Es fällt ja jetzt im April noch ein bisschen früh.
Und das ist ein sehr schönes Gelände, mit wo irgendwie sehr viele, was irgendwie so ein Stück weit jetzt aus dem, also in Neukölln ist man halt noch immer noch sehr in Neukölln, aber das ist halt wirklich ein bisschen draußen. Und das hat mittwochs bis freitags und samstags, sonntags, glaube ich, so ab mittags irgendwie so immer auf, das Gelände an sich. Mhm. Und das ist sowieso einfach ganz schön, weil es auch irgendwie am Wochenende auch so einen kleinen Bistrowagen, wo man irgendwie Kuchen trinken kann. Also man hat irgendwie so ein Ziel zum Hinlaufen. Ja. Und man kann da wunderschön so sich diese Gärten und Naturblumen und Bienenstöcke und Insektenhotels und all sowas angucken. Mhm. Und die haben auch relativ viele so Veranstaltungen immer so für, zum Beispiel für Kinder, so Papierwerkstätten, so, also wo man so Papier schöpft oder ich habe gesehen, im April gibt es mehrmals eine Schneckentour. Das ist so eine Führung, wo es um so Regenwürmer und Schnecken und so Moos und alles, was so kriecht am Boden geht. Oder die haben so GPS Schatzsuchen und das ist also ich finde das sehr, sehr schön, da auch so als Ausflugsziel, und man kann auch ein bisschen so Bespaßungsprogramm bekommen, wenn man möchte, vor allem am Wochenende. Und auf dem Weg dahin kommt man dann auch noch an der Sandgrube im Jagen 86 vorbei. So ist der offizielle Titel. Also das ist halt, also wenn du da hinläufst, da ist irgendwann auf der linken Seite, wer da schon mal war, der weiß, was ich meine, so eine alte Kiesgrube, so eine große. Die heißt offiziell halt im Sandgrube im Jagen 86. Und Jagen, Fun Fact, ist eine forstwirtschaftliche Flächeneinheit zwischen 10 und 30 Hektar. So, da. Und das ist sehr geil, weil das hast halt da so eine große, das ist halt wie so eine riesige, wie heißt das denn in der Wüste? So eine Düne. Düne? So eine, so die Wand. Und das ist halt so sehr cool zum Rumspielen. Also cool, auch als Erwachsener. Ja, so runterrollen lassen und so. Bei den Schnecken, ich musste sofort daran denken, wir haben früher mal Schneckenwettrennen gemacht. Okay, was jetzt vielleicht nicht so nett ist, aber also wir haben die Schnecken so hingesetzt und dann sollten die auf die andere Seite kriechen. Aber und jeder hatte halt eine Schnecke, weißt du? Und wie gut hat das funktioniert, dass die geradeaus kriechen? Naja, nicht so prickelnd. Die sind dann vor allem so übereinander gekrochen und war so, ja, okay, toll. ja, aber das klingt sehr süß. Also, ja, schönes Vor allen Dingen, da kann man irgendwie dann, also ich glaube, das ist sehr gute, du willst ja, glaube ich, bei sowas eine gute Ausgeglichenheit zwischen irgendwelche Kinder toben lassen oder machen lassen und gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen selber entspannen. Ich glaube, da, zumindest was ich da beobachtet habe an Ausflüglern, ist, glaube ich, ein gutes Gleichgewicht. Sehr cool. Weswegen ich so ein bisschen beschämt nach unten geschaut habe, ist bei dem Stichwort Teufelsberg oder Teufelssee, ist mir noch eingefallen, dass da noch was offen ist dieses Jahr. Deshalb, schön. Noch im Thema Umweltbildung, grün rausgehen und Frühling und so weiter, habe ich noch die Wildkräuterwanderung im Treptower Park im Petto. das ist natürlich nicht nur was für Kinder, ist auch für alle, die so ein bisschen an der Naturheilkunde interessiert sind. Und das fängt jetzt am 4.4. an und geht dann bis Ende Mai. Und die Wanderung? Man läuft da 2 Monate. Das ist ein großer Park. nein, aber der Zeitraum der Wanderung, da gibt es natürlich explizite Termine für. Ja. Und das ist, genau, mit Anne heißt sie, also eine Wildkräuter-Expertin, die nimmt dich dann mit. Wenn du richtig dolle interessiert daran bist, kannst du auch vorher ein Online-Skript dazu durchlesen, also dich nochmal so richtig da vorbereiten drauf. Ansonsten aber zeigt sie dir das auch so in den ruhigen Ecken des Treptower Parks. Kinder sind, wie gesagt, herzlichst willkommen, also sie lädt auch explizit Familien dazu ein. Kinder müssen auch nicht extra zahlen. Kleiner Side-Fact da, finde ich sehr gut. Und dann schaust du dir eben verschiedene Pflanzen an. Sie erzählt dir so ein bisschen was über urbane Naturheilkunde und Naturkunde an sich. Und dann sammelst du, deswegen bringst du auch eine Tüte mit, zum Beispiel Bärlauch. Der ist ja, der sollte ja jetzt auch schon wieder wachsen. Und du kannst auch die Termine wählen, wo du dann gleichzeitig noch ein Wildkräuterpicknick gemeinsam im Treptower Park machst. Das finde ich so eine ganz, ganz spannende Sache. Das sind meistens so 2 Stunden, dieser Spaziergang, den du mit ihr machst. Cool. Ich weiß noch, wie ich als Kind irgendwann mal gelernt habe, dass man Brennnessel auch essen kann. Mhm. Und das war ein sehr krasses Erlebnis, wo plötzlich diese gefährliche Pflanze dann gegessen werden sollte. Und das war sehr, sehr aufregend, ja. Heute sind mein Abba, meine Silla, Illa Abba. Heute ist der Tönnies und ja, komm, ja, fuck es zu.
Ein Ort, wo ich hingehen würde, mal so mit so einem Alibi-Kind, wäre das Museumsdorf Düppel. Düppel? Ja. Du suchst auch, glaube ich, immer so die weitesten Sachen. Nein. Okay, das gut, ist in Zehlendorf. Naja. Also, das bestätigt meine These. Nee, das okay. ist immer noch in Berlin. Mhm. Und das ist ein Dorf, ein Freilichtmuseumsdorf, was quasi wie im Mittelalter ist. Also yeah. wie vor 800 Jahren, also nicht explizit nicht Burg und nicht sowas, sondern wirklich mhm. so wie man normalerweise so gelebt hat, so in so einem Dorf. Und das ist, ja, wie halt so ein kleines Dorf, was irgendwie ausgebuddelt wurde und neu aufgebaut und wo versucht wurde, das Dorf, um das drumherum so quasi original möglichst nachzubauen und erlebbar zu machen, wie sich da so gelebt hat. Ja. Yeah. Vor 800 Jahren. Das hat immer Samstag und Sonntags auf von 10 bis 18 Uhr. Mhm. Und das Besondere ist, ich glaube, ich würde da hingehen am Ostern, also zwischen dem 19. und dem 22. Da ist nämlich das Osterfest, wo auch noch so Mittelaltermarkt dann quasi dabei ist. Und ich habe ja das Problem bei Mittelaltermärkten, finde ich, ist immer, das ist halt, die sind halt ja sehr unauthentisch, ne? Mhm. Was so Mittelalterdarstellung angeht. Also es ist ja so sehr, ach egal, also da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Jedenfalls ja. Format. Und ich hatte jetzt die Hoffnung, dass es vielleicht quasi in so einem, dass es da vielleicht nicht so ein Fantasy-Drachen-Anhänger Mittelaltermarkt ist, sondern vielleicht was irgendwie ein bisschen cooleres. Und ich glaube, das ist sehr geil, weil das ist, sieht halt, das ist das, also die Bilder sehen sehr schön aus und sehr grün und ja, da gibt es dann irgendwie dann diesen Mittelaltermarkt in diesem historischen Freilichtmuseum und ich glaube, ich finde das sehr, sehr schön. Na. Es klingt irgendwie wie so eine, schon fast wie so eine Filmkulisse oder dass man so komplett abtauchen kann. Weil wenn du sagst, ich weiß, was du meinst mit diesen Mittelaltermärkten, die nicht ganz so, schönes Wort, aber authentisch sind. Aber wir haben einen. Ich meine, also einen echten authentischen Mittelaltermarkt, das würdest du ja auch ein Jahr nicht wollen, ne? Also da liegen dann irgendwelche halb aufgeschlitzten Schweine am Rand und dann irgendwie noch einer verkauft Brot und das war's. Das ist vielleicht auch nicht so. Nee, das wäre ja auch nicht das Wahre, ne? Aber weil es gibt halt, also ich kenne in Dresden den Mittelaltermarkt zu Weihnachten. Der ist halt grandios. Deswegen habe ich dann komplett. Und ich meine, Mittelaltermarkt. Positivbeispiel. Mittelalter ist ja wohl mega cool. So. Ja. Und dann hat man auch natürlich mit so einem Kindern auch einen Bildungsauftrag, um denen zu zeigen, dass das Mittelalter nicht nur aus Burgen bestand. So, ne? Sehr gut. Und aus Rittern, sondern aus viel irgendwie Brunnen, Wasser Handwerk vom Brunnen auch. Holen und irgendwie ja. Feuer machen und irgendwie in einem kalten kleinen Haus schlafen, mit das immer verraucht ist. So. Ja. Ja. Was haben wir noch? Ach so, wir bleiben mal noch draußen, bevor es dann reingeht, weil eine Ausstellung, ne? Man kennt uns ja mittlerweile, die ist ja dann da doch immer noch mal mit drin. Aber ich habe noch mal nach Kinderbauernhöfen geguckt. Das finde ich auch immer eine richtig klasse Sache. Also nicht nur, man setzt sich einmal aufs Pony und reitet rum, sondern man kann da auch natürlich Patenschaften und so für Tiere übernehmen, sich um die kümmern, wenn man möchte, wenn man in der Nähe wohnt. Und die gibt's natürlich überall. Ich habe einen, den, da war ich selber schon mal drauf, nicht als Kind, aber mit Kindern. Und das ist am Mauerplatz und also Adalbertstraße dort in Kreuzberg. Und ja, der ist ganz süß, da gibt es alles mögliche. Schafe, Ziegen, Ponys, Esel, Hühner und so weiter. Kann man einfach so vorbeigehen, aber eben auch bei Fütterung dabei sein. Natürlich den Stall mit ausmisten und es gibt auch eine Art Naturlehrpfad, Gemüsegarten. Also du kannst da alles so ein bisschen betrachten und natürlich auch ganz viel lernen, wenn du das möchtest. Okay, es gibt irgendwie 6 oder 7 Kinderbauernhöfe in Berlin, ne? Auch teilweise ja. in Mitte. Ich dachte, hä, wo ist denn da, wo stehen die Tiere da? Wo steht denn da ein Bauernhof? Ja, es gibt auch eine richtig gute Übersichtsseite, die posten wir euch einfach mit in die Links rein zu Kinderbauernhöfen. Fand ich auch ganz cool. Apropos, nee, die Überleitung kriege ich jetzt nicht hin. Apropos Ponys. Oh, ja. Was ist denn noch, also wir hatten jetzt schon Mittelalter und quasi Ritter. Was ist noch was sehr Cooles für Kinder? Cowboys. Da, also ein Ort, an den ich persönlich wahrscheinlich nicht gehen würde, weil das, ich glaube, dass da komische Menschen rumlaufen, aber wo man quasi mit dem Kind vielleicht hingehen würde, ist in die Westernstadt Eldorado in Templin. Das ist jetzt ein Stück außerhalb von Berlin. Ne? Ja. Templin muss man ein Stück hinfahren, aber ey, da gibt es halt eine Westernstadt
Ich glaube, es ist sogar die größte Westernstadt in Deutschland oder so. Also, ne, eine große Westernstadt mit so Saloons und so Straße und so Duellen und so Ranch und so Indianer und was man so als, ich glaube, gerade in Ostdeutschland ist dieses ganze Western Karl-May-Sehnsucht-Ding sehr groß. Und da gibt's halt diese Westernstadt und die eröffnet die Saison im April, nämlich am 13. Wird die wieder geöffnet und pass auf, an dem Tag ist auch noch ein Sonderevent. Weil was ist auch noch cool, außer Cowboy und Indianer? Feuerwehr. Und klar. An dem Tag ist nämlich das der Tag der Feuerwehr- und Retter-Event. Das heißt, an dem Tag zeigen Feuerwehr und Retter Umgang mit Bränden, Katastrophen und Unfällen in der Westernstadt. Und das heißt, an dem Tag gibt es nicht nur indianische Tänze, sondern auch noch historische Feuerwehreinsätze und Einsatzsimulationen in der Showarena und sowas. Ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Also auf der einen Seite denke ich mir, okay, das klingt natürlich sehr cool, weil du kannst einfach zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich glaube auch. Western und Feuerwehr. Aber wenn ich jetzt so einen kleinen Cowboy-Fan habe, vielleicht findet er das auch total uncool und doof, dass da irgendwie Feuerwehrautos noch mit auf der Westernstraße stehen. Nee? Ich glaube nicht. Das ist also generell so bei Autos, das ist schon immer, wenn du bei irgendwelchen Baustellen bist, sind Kinder schon extrem fasziniert. Bagger, Traktor, das ist schon erstmal immer eine Faszinationsquelle. Aber meinst du, es stört nicht, dass die Immersion dann kaputt geht so ein bisschen? Überhaupt nicht, nein. Das sind wir, die dann immer so ein Thema haben wollen. Ich gehe in die Ausstellung, die darf nur dieses und jenes Thema haben. Okay. Nee, das ist doppelt cool, echt. Und dann noch Hallo mit Feuer und dann sind die da so in dieser Montur und dann dürfen sie vielleicht auch mal den Helm aufsetzen. Toll. Frage, ich glaube, das, also wann ist das am 13.? Das ist am 13., genau. Und generell sind, glaube ich, sonntags Kinder- und Familienkarten da auch billiger in der Westernstadt. Mhm. Und ab 13. ist wieder offen und genau, also Western-Shows, Duelle, aber auch Feuerwehr und Retter und also zwei Fliegen mit einer Klappe, zack, bumm. Abgefrühstückt. Super. Und ich glaube, da ist gut, ein Kind dabei zu haben, was man alibimäßig vorschicken kann. Ja. Apropos, das ist eine super Überleitung, weil Karl May und alles und Indianer, dieser komplette Komplex wird gerade in einer Ausstellung gezeigt, in einer Dauerausstellung, die ist noch bis Juni diesen Jahres im Mach-Mit-Museum in Prenzlberg. Und das ist, wie gesagt, das ist so die Grundausstellung. Da geht es darum, okay, kennen Indianer wirklich keinen Schmerz? Man kann ganz viel ausprobieren, man kann mit Pferden. Da sitzt ein Indianer in der Ecke und du kannst ihn kneifen und gucken, ob er sich bewegt. Ja, ganz genau. Ne, fast du. Und also da hast du diesen ganzen Komplex einmal in der Grundausstellung und es geht natürlich viel um so Freiheit, Gerechtigkeit, sogar UN-Kinderrechte. Dazu kannst du dir dann selber Gedanken machen und das ist so für Kinder von 3 bis 12 Jahren. Und daneben, neben dieser Grundausstellung, noch im Mach-Mit-Museum gibt es eine Sonderausstellung, Weißt du, wie der Hase läuft, ganz im Osterfieber natürlich. Die ist noch bis zum 12.05. und da schaust du dir natürlich Kaninchen an, du kannst das Ameisenvolk beobachten, Regenwürmer, du kannst Eier sammeln, du kannst zum Beispiel, du kriegst erklärt, was genau diese Zahlen auf den Supermarkteiern bedeuten. Also alles so um das Thema Natur, alles, was man Hase, so grob mit Natur und Hase, Ostern verbinden kann. Eier, genau. Und das Schöne daran ist, dass du auch selber an bestimmten Tagen, also eigentlich ist so für jeden Tag wird aufgeschlüsselt, was genau du machst. Du kannst entweder so einen kleinen Hasen bemalen, du kannst Eier färben und du hast da jeden Tag so eine kleine Aktion, die du mitmachen kannst. Das musst du im Vorfeld bezahlen. Das sind so 3 Euro für so ein Wollkaninchen oder so, was du dann halt gestaltest mit deinem Kind. Das ist ganz schön. In dem Museum war ich schon mal mit einem Kind. Für mich war es sehr anstrengend, weil ich mit auf diese Kletterlandschaft musste oder natürlich wollte auch, aber es gibt's. Ich habe mein Alter gemerkt. Ne? Ich wollte. Ja. Ich wollte wirklich, aber das war schon so, als man dann so durch das kleine Löchlein kriechen musste, dachte man sich auch. Ja, früher ging das doch einfacher, ne? Das ist echt ein ganz, ganz schönes Museum. Kann man auch Geburtstage drin feiern. Also wenn man mehr Kinder hat und
zum Beispiel, oder und kann man einen kleinen Tisch mieten. Ist das jetzt nur Ostern selber oder auch ganzen April jetzt das mit dem Programm? Also mit, du meinst mit diesen Eierfärben und ja, so weiter, diese Sonderausstellung. Die ist jetzt Ende März ist die angelaufen und die geht bis zum 12. Mai. Gut. Die Sonderausstellung. Okay. Und die andere bis Juni, die mit dem Cowboys und im Karl-May. Schema. Ich habe noch eine Ausstellung, aber willst du? Nee, bitte. Nee? Die ist wieder in Neukölln. Ich weiß auch nicht warum, aber als ich so mit der Recherche begonnen habe, habe ich irgendwie nur Sachen in Neukölln gefunden. Habe ich mich schon voll gewundert. Ich finde eigentlich, Neukölln ist gar nicht so das Familienviertel. Ich hätte jetzt eher so an Prenzlberg oder Friedrichshain gedacht. Fand ich irgendwie spannend. Dann habe ich aber explizit mal nach anderen Vierteln geschaut. Weil ich meine, wir wollen ja auch allen Hörern hier was bieten können. Allen Hörern im Ring mit ein bisschen Einkommen. Nee, das überhaupt nicht. Nee, komm, wir hatten auch. Naja, nee, weißt schon. Aber wir haben ja jetzt kein Kiez-Thema hier. Aber wenn man denn in Neukölln wohnt und auch noch wahrscheinlich Nähe Karl-Marx-Straße oder Rathaus Neukölln, dann hat man es nämlich gar nicht weit zum Kinderkünstezentrum. Und da ist gerade meine Stadt Berlin die Ausstellung. Und die ist nicht nur für Kinder, sondern die wurde natürlich auch noch von Kindern mitgemacht. Und ich glaube von irgendwie 5 verschiedenen Kitas in Berlin. Da ging es so ein bisschen darum, die Stadt zu erkunden, also die Geschichte und die Politik. Und dann hat man sich damit auseinandergesetzt, dann hat man viel gemalt und gebastelt. Also was wirst du da natürlich sehr viel sehen? Was ist das Wahrzeichen für Berlin? Ich verfall schon so in den und jetzt sag doch mal. Ich habe an dieses Endlospapier gedacht, weißt du, wo man das mal so abreißen kann, das man im Kindergarten hat. Weißt du, was ich meine? So ganz lange so Papierbögen, die am Rand diese Loch haben, die aus dem Drucker, jedenfalls hatten wir das im Kindergarten. Sorry. Also man sieht da ganz viele gemalte Brandenburger Tore und Alexander und ja, Brandenburger Tore auch. Es gibt eine kleine Berliner Mauer und was ich meinte, es gibt ganz viele Berliner Bären in verschiedenster Ausführung. Die Bären, ja. Ja. Und auch einen kleinen Film über die Stadtgeschichte. Und sonntags ist da immer Familientag mit kleinen Künstlerworkshops. Aber ich frage mich aber sowas immer, finden Kinder auch interessant, sich anzugucken, was andere Kinder gemacht haben? Habe ich mich auch gefragt, aber wenn das, gerade weil das auch so gebastelte Sachen sind, glaube ich schon, wenn das jetzt nur Bilder wären, wüsste ich nicht so richtig, aber so, weil wenn man so drumrum gehen kann und das so was 3D-mäßiges ist, kann ich mir das gut vorstellen, doch. Ne? Die Frage ist halt, wie interessant du das findest. Ja, bestimmt sehr. Hör, komm mal, Pipi, Langstrumpf, tralala, hopp, tralala, hey, tralala, hopp, sa, sa. Hör, komm mal, Pipi, Langstrumpf, ja, komm mal, fuck, ist ja. Es gibt ja eine Sache, da wollte ich schon öfter mal unabhängig von diesem Thema rein. Mhm. Aber ich bin immer schon zu müde, wenn ich die Chance habe. Ich rede vom Science Center Spektrum, also dem Mitmachteil vom Technischen Museum. Also, weißt du, was ich meine? Also, wenn du das. Das mit den Spiegeln und so? Ja, also wenn du das links vom. Also, wenn du vorm Technikmuseum stehst, vom Technikmuseum stehst, links davon, da ist dieses Mitmachmuseum quasi. Mhm. Und ich glaube, da kommt man mit dem Eintritt vom Technikmuseum auch schon mit rein, aber nach dem Technischen Museum, das ja so riesig ist, bin ich sowieso immer schon so kaputt, dass ich dann nicht mehr da reingehe. Aber eigentlich will ich da mal gerne rein, weil das ist, glaube ich, eines der ersten Mitmachmuseen dieser Art, das es in Deutschland auch gab. Und die haben irgendwie, glaube ich, über 150 Experimentierstationen. Mhm. Und das wurde mir schon sehr oft empfohlen von verschiedenen Altersgruppen. Und ich glaube, das ist sehr cool, weil ich meine, da kann man einfach Sachen machen. So drehen und dann und blubbern und hören und fühlen und riechen und alles. Und ich glaube, das Coole an sowas ist halt auch immer, also ich kenne es jetzt nur von anderen Museen dieser Art, hast du halt Spaß, so als kleines Kind hast du einfach Spaß, Knöpfe zu drücken und es passiert was oder was zu drehen und was passiert was. Und als bisschen älterer hast du da irgendwie Spaß, vielleicht auch zu verstehen, was das bedeutet, was du da gerade machst. Ja. Aber du musst es halt auch nicht wirklich kapieren, was du gerade machst, um daran Spaß zu haben. So. Das ist richtig cool. Mir hat auch neulich jemand davon erzählt, dass er mit seinem Kind da war. Deswegen sage ich auch mit den Spiegeln, weil da hast du diese, die so dich langziehen, dich dick machen und so. Das ist immer cool, das ist immer witzig.
Ja, finde ich sehr schön. Du, du musst nichts von Optik verstehen, um daran Spaß zu haben. Aber, genau. Aber wenn du es verstehst, dann denkst du so, ah, und dann Licht und Brechung und ja. Wellen und Schall und Wissenschaft. Mhm. Ne? Ich wünschte, ich hätte dich dazu jetzt aufgenommen, wie du hier rumfuchtest, wie so ein verrückter Professor oder so. Ich würde sagen, hä, aufgenommen, wir haben doch die Aufnahme gedrückt. Aber nee, du meinst mit Video, okay. Mit Video. Ja. Nee, bloß nicht. Ja, jedenfalls da, das wäre mein, da würde ich gerne nochmal hin und wenn ich dann auch Energie habe. Ja. Ja. Dann finde ich cool, weil das ist so, das ist wirklich was, du Interesse, Kind Interesse, dann haben wir das Museum, was von Kindern gestaltet wird, was explizit vielleicht mehr für die Kinder ist, wo auch gleichzeitig wirklich wahrscheinlich mehr Kinder auf einen Haufen sind. Also wir haben so eine Bandbreite, je nachdem, worauf man Bock hat, Lust hat. Und das kommt natürlich mir natürlich sehr entgegen, weil ich bin ja auch ein kleiner Klug. Scheißer und ich erkläre gern Sachen. Ne? Nein, okay. Großer Klugscheißer. Und natürlich ist das, bin ich dann, kann ich, also ich bin da, also dann, da ist man ja dann nur mit quasi Sachen erklären beschäftigt. Mhm. Und das ist, kommt mir natürlich sehr gelegen. Ne? Okay. Dann kann ich endlich mal mit gutem Gewissen diese Seite ausleben, die versucht zu erklären, die sich erst immer schön durchliest, was das ist, ja. Und dann so tut, als würde man das aus dem Kopf so irgendwie erklären. Ja. Aber du Kinder, die stellen Fragen, da kommst du einfach nicht drauf. Vor allem so gerne die Warum-Frage, dann hast du was erklärt, dann fragen sie trotzdem nochmal warum und dann irgendwann kommst du auch in dein Ende. Und na gut, dann kann ich einfach auch anfangen zu bullshitten und irgendwie Sachen einfach, ich meine, das können die ja nicht überprüfen. Nee. So. Das stimmt auch. Und dann werden sie halt gemobbt, weil sie irgendeinen Quatsch, den ich erzählt habe, irgendwie in der Schule weitererzählen, dafür ausgelacht werden. Okay, ich sehe schon, das wird ein böses Ende nehmen. Na. Ach, herrlich. Naja, du klug scheißt und ich gehe basteln. Oh Gott. Aber ich will auch basteln. Nee. Na, okay, dann nicht. Du, ich glaube, mit Kindern kann man immer beides. Also da. Ich finde, das reicht auch. Ja, also das sind auch vor allem ja oft wirklich so Tagessachen. Die Kinder sollen mal überhaupt dankbar sein, dass wir mit denen was machen, obwohl die nicht mal unsere sind. Also dann sollen sie sich auch nicht beschweren. Jetzt brauchen wir halt noch welche, um das auch zu machen im April, ne? Ja. Müssen wir uns irgendwelche. Ich hoffe da auf unsere Freunde mit Kindern, dass ja, vielleicht kann uns irgendwelche HörerInnen ihre Kinder mal ausleihen, damit wir das ausprobieren können. Ne. Ich weiß nicht, ob so ein Aufruf korrekt ist. Schreibt uns mal, wenn ihr euch eure Kinder ausleihen wollt. Ich freue mich immer, wenn ich Rückmeldung kriege. Weil das auch bedeutet, dass Menschen uns hören. Ja, auch dieses Mal fände ich es auch echt spannend. Also wir haben uns das jetzt ja alles ja nur ausgedacht. Ja. Also im Sinne von, wir haben ja gar keine Ahnung. Also du hast jetzt vielleicht ein, zwei Sachen mal hier gemacht in der Stadt, aber wir haben ja wirklich also keine Ahnung von nichts. Ja. So. Einfach mal so auch so einen Realitätscheck. Zu sagen, so, das habt ihr euch schön überlegt, ihr unterschätzt vollkommen, dass man Feuerwehr und Western auf gar keinen Fall zusammen machen kann oder so, seid ihr denn bescheuert? Genau. Und Kinder interessieren sich keinesfalls für andere Kunstwerke von Kindern, die wollen was ganz anderes sehen, ja. Also, wir wünschen euch frohe Ostern, schon mal, vorab im April und bis Mai. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.